Hallo Leute, mein Name ist HCC und willkommen zu einem weiteren Tag in Minecraft. Letztes Mal haben wir diese Maschine hinter mir gebaut, die dient dazu, Bäume wachsen zu lassen. Und in der heutigen Folge kümmern wir uns darum, dass die ganzen Blätter zerbrochen werden, sodass wir Säpplinge zurückbekommen und dass wir das Holz auch rausschieben, sodass der nächste Baum wachsen kann. Also, los geht's. Lass uns mit dem Mechanismus beginnen, der den Baumstamm von hier nach da hinten raus befördert. Und wir machen das, indem wir ihn mit Pistons anschieben. Damit aber der Baum wachsen kann, können wir die Pistons oder der Pistenturm nicht gleich hier daneben platzieren, denn wir müssen das irgendwie anders machen. Zu unterst können wir einen Glasblock platzieren, aber darüber brauchen wir 6 Holzblöcke, Erdblöcke ginge auch, aber ich denke, Holz sieht etwas besser aus. Hier der entrindete Birke, so dass wir gewachsene Birke von diesem Turm hier unterscheiden können. Dann hier hinten, da kommt dann effektiv unser Pistenturm ran, und zwar Sticky Pistons. Hier oben hin und hier hinten brauchen wir unterst ein Honigblock und dann darüber können wir Schleimblöcke platzieren. Und wir müssen das so machen, wegen dem Push-Limit von 12 Blöcken, welche eine Piston hat. Denn hier hinten, da brauchen wir nochmals Pistons. Hier und hier, und dadurch haben wir in etwa einen Double Piston Extender, und der hintere schiebt diese Reihe Pisten an diesen Platz, und dann können diese diesen Turm 1 nach vorne schieben und wieder zurückziehen. Und weil diese Wall Short Post ist, lassen sie den Turm hier stehen, während sie ganz zurückgezogen werden. Nun hier brauchen wir hier einen Block, hier einen Block, hier einen Block, und da unten geht es dann weiter. Hier oben brauchen wir einen Repeater auf 2 Ticks. Dadurch bekommen wir unseren den richtigen Puls. Und woher bekommen wir das Signal? Ihr mögt euch erinnern. Hier haben wir den Redstone Dust mit dem Comparator. Und Comparator können benutzt werden, um Inhalte aus einem Container wie diesem Dispenser auszulesen. Und das funktioniert auch, wenn ein Block dazwischen ist. Und diesen Mechanismus haben wir eine Möglichkeit festzustellen, wenn unser Baum gewachsen ist, dann bekommen wir hier hinten ein Signal raus. Das nehmen wir hier eins nach unten. Da
raus. So. Entfernen. Die brauchen wir nicht mehr. Und dann brauchen wir hier einen Repeater. Dann Redstone. Hier und hier. Und wenn alles richtig verdrahtet ist, funktioniert das jetzt auch schon. Fast. Fast. Denn uns fehlt noch der Mechanismus, um diesen Turm zu powern. Aber wird auch wieder zurückgezogen. Also, als nächstes kümmern wir uns hier um die Seitenwände. Das Laub wird von zwei Wänden zerdrückt, die sich hier von den beiden Seiten reinbewegen. Und das heißt, wir brauchen auch auf dieser Seite ein paar Pistons. Etwas weit weg hier. Da müssen wir die eine Piste höher als dieser Turm hier. Und dann brauchen wir auch hier auf der Seite je abwechslungsweise eine Piste, klebriger Kolben, ist oben noch eine, hier. Und dann natürlich das gleiche auch auf der anderen Seite. Auf diese Pisten platzieren wir nun hier unten 5 Honigblöcke. Und dann kann ich mit etwas Anlauf darauf landen. Und wenn ich jetzt hier ganz am Rand stehe, kann ich sogar hier in die Höhe springen. Und eine Reihe Slime-Blöcke platzieren und dann wieder Honig. Und mit diesem Muster können wir eine große Wand bauen, die wir mittels den Pistons bewegen können. Denn Honig und Slime, die kleben nicht aneinander, wenn sie bewegt werden. Somit können wir sie unabhängig voneinander bewegen. Und natürlich dasselbe auch hier auf dieser Seite. 5 breit und 7 hoch. Wie wir gesehen haben, werden die Pistons hier noch nicht ausgefahren, wenn sie nach vorgeschoben werden, denn dafür brauchen wir hier auf der Seite Redstone-Blöcke. Das heißt, wenn die hier in die Mitte geschoben werden, dann powern sie die Pisten. Und hier unten brauchen wir noch einen Redstone-Dot. Und das ziehen wir dann auch hier bis nach oben durch. Müssen nur bis hierhin gehen, denn ganz oben haben wir keine Pisten mehr hier auf der Seite. Und das Ganze hier auf dieser Seite auch nochmals.
So wie das jetzt aussieht, können wir noch kein Laub brechen. Dafür platzieren wir hier jetzt noch Fence Gates und öffnen diese. Denn dadurch können wir das Laub brechen. Und da die offenen Fence Gates keine Hitbox haben, bleibt auch nichts drauf liegen. Hier noch. Und auf der untersten Reihe keine Fence Gates, sondern Glasblöcke, denn diese werden dann alles, was hierauf landet, wegschieben und natürlich das gleiche auf der anderen Seite auch. Es ist nun an der Zeit, die beiden Seiten mit Redstone zu powern. Und zwar müssen wir das in einer Weise tun, dass die eine Seite ein bisschen vor der anderen zuschlägt. Denn die eine Seite wird dann diesen Piston Tower das erste Mal powern, welche diesen Turm nach vorne schiebt. Und wenn dann die zweite Seite kommt, kommt das zweite Signal und dieser Turm wird wieder zurückgezogen. Und dafür müssen wir hier hinten für ein bisschen Power sorgen, mit einem soliden Block hinter jeder zweiten Piston. Und dann hier ein Glasblock, da ein Glasblock. Da ein Glasblock und da ein Glasblock. Dann hier. Schwierig, schwierig. Wir brauchen jetzt da vielleicht mache ich das besser mit diesen Blöcken. Hier ein Glasblock, ja, so geht's besser. Glasblock, Glasblock, Glasblock. Können wir das Scaffolding dazwischen wieder entfernen und auf all diese Glasblöcke kommt jetzt Redstone und damit haben wir eine Redstone-Linie, die nach oben geht. Mit Glasblöcken können wir eine Redstone-Linie über diese Kante ziehen. Allerdings geht das Signal nur nach oben, nicht nach unten. Und das Gleiche könnten wir eigentlich auch mit Slabs erreichen, aber ich denke, das sieht besser aus. Und dann hier so und dann diese Seite.
ist diejenige, wo wir kurz den kürzeren Puls haben. Das heißt, diese Seite wird zuerst gepowert und ich mache den ganzen Turm jetzt noch auf der anderen Seite und dann schauen wir uns an, wie der Redstone auf dieser Seite aussieht. Sehr schön, damit wir jetzt hier auf dieser Seite die Verzögerung hinbekommen, brauchen wir hier einen Repeater wie auf der anderen Seite, plus hier einen Repeater, der hier in diesen Block reingeht, auf 2 Tick Delay, und damit haben wir die nötige Verzögerung. Und dann wollen wir mal sehen, ob das dann auch den gewünschten Effekt hat. Wenn wir jetzt hier mal einen Block platzieren, sollte der rausgeschoben werden. Passt. Ich habe was vergessen. Zumindest gehen die beiden Seiten dann auch wieder zurück. Was uns hier noch fehlt, ist hier auf der Rückseite die äußeren Pisten, die sind noch nicht gepowert. Und das ist etwas schwierig, denn die sind gebuttpowered. Das heißt im Wesentlichen, sie sind gepowert, aber sie realisieren nicht, dass sie gepowert sind. Und wenn wir hier dann einfach den Redstone-Block platzieren würden, dann würde die Pisten gleich sich ausfahren. Aber durch das, dass ich hier einen Block davor platziert habe, haben wir das Push-Limit erreicht. Und wenn ich jetzt hier den Block platziere, passiert gar nichts. Und das muss ich jetzt hier überall machen. Dann da auf der anderen Seite. Komme ich von unten ran? Ja, fast. Und natürlich das Ganze auf der anderen Seite auch noch. Wenn ich nun hier die Erde wieder entferne, wird nichts passieren. Und wir können dann gleich mal schauen, ob dies den gewünschten Effekt hatte. Yes! Genau so soll es rauskommen. Mit dieser Farm können wir nun Birken, Eichen, Dschungel und auch Kiefern wachsen lassen. Allerdings, die Eichen, die haben den Nebeneffekt, dass die auch unregelmäßig wachsen können. Und deswegen brauchen wir hier einen Mechanismus, indem wir das Höhenwachstum mit einem Block begrenzen. Und diesen Block werden wir nach unten schieben. Wir brauchen hier Sticky Pistons. Brauche ich dann nicht mehr. Aber hier auf der Seite, hier unten ein Block, brauchen wir nicht.
hier ein Block. Und dann... So. Und dann... Repeater geht hier rein auf 2 Ticks. Und kein Redstone in der Tasche. Redstone geht hier lang. Und dann können wir hier was langlegen, mit dem wir ein- und ausschalten können. Und dadurch, das ist ein doppelter Piston Extender, damit können wir den Block 2 Blöcke nach unten fahren und damit stellen wir sicher, dass keine großen Eichen wachsen, sondern nur die kleinen, wo wir nur den Stamm in der Mitte haben und keine Verzweigung. Mit diesem Schalter hier können wir nun den Block da oben runter und wieder hoch bewegen. Wichtig ist vielleicht so anzumerken, dass dieser Schalter hier entweder unten oder auf der Außenseite sein muss, nicht auf der Seite hier zu unserem Glasturm, wo unsere Redstone-Line hochgeht, weil das kann zu ungewünschten Nebeneffekten führen. Für diesen Teil der Farm war es das auch schon fast. Alles, was noch zu tun bleibt, ist das Ganze etwas in Glazed Terracotta einzufassen. Glazed Terracotta, damit diese nicht am Slime und den Honigblöcken kleben bleiben, aber gleichzeitig wir die ganzen Drops von den Blättern in der Mitte sammeln können, so dass sie auch alle in den Trichtern, in den Hoppern landen und nicht irgendwo außerhalb, so dass wir am Schluss Säpplinge verlieren würden. Also, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, wo wir dann uns ums Zerkleinern vom Holz kümmern. Bis dann. Tschüss!